Hallo und herzlich willkommen bei diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Sampler und das ist der Auftakt zu einer fünfteiligen Reihe über den Sampler. Und zwar bespreche ich hier jetzt erstmal so die globalen Werte des Samplers und den Repitch-Modus. Es gibt noch mehrere Modi, alles was man damit machen kann und wie das funktioniert, erkläre ich dann in weiteren Folgen. Aber in dieser Folge geht es um den Repitch-Modus. Aber legen wir doch erstmal los. So ist Bitwig gestartet und ich möchte jetzt einen Sampler haben. Das kann ich auf viele verschiedene Arten und Weisen machen. Ich kann hier auf in der Device Section auf das Instrument Plus klicken und Sampler eingeben und dann den Sampler hier laden mit OK und dann habe ich meinen Sampler. So, mache ich das mal rückgängig. Es geht nämlich auch anders. Ich kann hier einfach aus dem Browser einen Sample auswählen, was ich haben möchte, und kann mir das hier auf den Kopf der jeweiligen Spur ziehen, loslassen und dann wird automatisch der Sampler oder das Sample in einen Sampler reingetan. Mache ich das auch nochmal rückwärts, rückgängig, oder ich kann einfach das Sample nehmen und hier runterziehen und dann wird auch automatisch der Sampler geladen. So, dieses Sample kann ich jetzt nicht abspielen, weil ich den Track nicht geahmt habe. Aber jetzt kann ich das. Ein bisschen tief. So, sagt auch ganz brav, was es ist, nämlich ein. So. Geht auch ein bisschen schneller. Wunderbar. Und gehen wir jetzt einfach mal so den Sampler hier durch, was der für Knöpfe hat und wie man das alles bedient. Linke Seite ein aus, kann ich einen ausschalten. Hier habe ich das Ladesymbol für weitere Samples oder irgendwelche Presets, die ich laden kann oder mal gespeichert habe und jetzt laden möchte. Dann habe ich hier das Fenster zum Maximieren. Das heißt, ich kann hier meine Wellenform ein bisschen größer machen. Das sieht in der Ansicht jetzt ein bisschen komisch aus, aber normalerweise hat man ja die DAW so ein bisschen in einer höheren Auflösung. Nämlich vielleicht so. Und da ist es manchmal ganz gut, wenn man die Wellenform ein bisschen größer sieht. Ich mache das jetzt wieder ein bisschen kleiner. Dann sieht man nämlich auch hier den Bereich, den ich beschreiben will, am ehesten. So, dann habe ich hier meine Fernsteuerungsgeschichten, die ich hier auswählen kann. Und ich habe natürlich wieder die Leiste für die Modulatoren. Hier auf der rechten Seite. Hier weitergehen ist ein Select-Knopf, der kommt jetzt für den Repitch-Modus in der Form gerade noch nicht in Aktion, weil der für das Multisamplen gedacht ist oder das Arbeiten mit Multisamples, nicht Multisamplen, sondern mit Multisamples für Multisample-Instrumente. Dann habe ich hier den Pitch, der nichts anderes macht, als die Tonhöhe zu verändern des Samples. So, und ich habe hier einen Gleitmodus und dieser Gleitmodus, der transponiert. Das heißt, wenn ich jetzt, mache es einfach mal so, ich spiele einfach nacheinander und dann wird jedes Mal, wenn ich abspiele, die entsprechende Taste, die entsprechende Tonhöhe auch gewählt. Schiebe ich jetzt aber den Gleit ganz nach oben. Und da sieht man auch schon eine Zeit, eine Sekunde oder weniger. Ich mache es jetzt einfach mal auf eine Sekunde und ich spiele jetzt den unteren Ton. Dann geht der von der letzten angeschlagenen Tonhöhe zu der aktuellen und braucht dafür eine Sekunde. Also er pitcht runter. Wenn ich die gleiche Note nochmal spiele, dann muss er natürlich nirgendwo hin pitchen. Aber wenn ich jetzt wieder eine hohe Note spiele, dann hört man, wie er dann hochgeht. Und dann kann ich noch den Legato einschalten. Und Legato bedeutet einfach nur, wenn ich überlappende Töne, Noten spiele. Das heißt, wenn ich einzelne Noten spiele, findet dieses Hoch- und Runter-Transponieren nicht statt oder Gepitche nicht statt. Aber wenn ich jetzt eine Taste drücke und während ich die noch drücke, die nächste drücke, dann hört man das.
Ne? Also das macht dieser Legato-Modus, der diesen Gleiteffekt dann nur anwendet, wenn sich Töne oder Noten überlappen. Machen wir das wieder aus. So, dann gehen wir hier oben mal weiter. Und hier oben habe ich wieder das Ordner-Symbol. Wenn ich da draufklicke, kriege ich wieder meinen Browser, wo ich dann weitere Samples oder andere Samples reinladen kann. Hier habe ich dann das Keytracking. Das ist nämlich genau dafür verantwortlich, dass wenn ich eine tiefe oder eine hohe Taste drücke, dass mein Sample dann auch unterschiedlich abgespielt wird. Wenn ich das ausmache, ich drücke jetzt unterschiedliche Tasten. Er spielt immer das Sample in der gleichen Tonhöhe ab, nämlich nur quasi in der es vorliegt. Schalte ich das wieder ein, habe ich dann wieder unterschiedliche Tonhöhen bzw. Geschwindigkeiten an der Stelle. Dann kann ich hier noch die Root Note einstellen. Bei dem Sample jetzt eher nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pad generiere und das soll dann halt auch entsprechend der Root Note, also einer bestimmten Taste zugeordnet werden, einer bestimmten Frequenz, sodass sich nachher meine Melodie auch harmonisch anhört und nicht so völlig verstimmt, dann kann ich das hier einstellen und ich habe dann noch die Möglichkeit, wenn ich einen Rechtsklick hier auf das Sample mache, Detect Root Key und dann schlägt mir Bitwig ein Root Key vor, wo das ist und ich kann das dann entsprechend anpassen, damit das zum Rest meines Tracks und meiner Harmonie stimmt. Hier habe ich noch den Gain, also die Verstärkung oder die Abschwächung. Sieht man hier schön, wie die Welle größer und kleiner wird, das heißt lauter oder leiser. Das kann ich hier nochmal einstellen. So, und hier hinten habe ich noch so ein kleines Pinökelchen, da steht unten in der Beschreibung, immer hier unten in dieser Statuszeile, steht Snap to Zero Crossings. Und Snap to Zero Crossings bedeutet nichts anderes. Ich mache hier mal die Wellenform hier groß und zoome hier einfach mal rein, dann sieht man das schön. Und zwar haben wir hier Wellenformen, die sich hier immer um diesen Nullpunkt rumwinden. So, und das ist dieses Zero Crossings. Das heißt, wenn ich jetzt mein, kann ich das hier irgendwo rein? Ich brauche diesen Marker, dann sieht man das vielleicht schöner. So, das heißt, wenn ich meinen Marker jetzt zum Beispiel hier rumschiebe, dann springt der so ein bisschen. Und das ist diese Option Snap to Zero. Jetzt habe ich nur das Problem, ich habe ja hier eine Stereo-Datei. Und bei einer Stereodatei, wenn beide Wellenformen gleichzeitig auf Null sind, dann ist wahrscheinlich Stille oder irgendwas, was sich auslöscht. Das heißt, er versucht auf einer Seite mindestens hier auf den Nullpunkt zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es den halt da an der Stelle nicht. Und dieser Nullpunkt ist in der Form wichtig, als dass der Nullpunkt auch bei einer Lautsprecherbox die Ruheposition der Box an sich ist. Das heißt, wenn ihr anfängt, einen Ton zu spielen, wie zum Beispiel jetzt hier so nach oben, nach unten, fängt die so an zu schwingen nach vorne und nach hinten in dem Lautsprecherkasten. Und in der Nullposition kann der quasi anfangen zu schwingen, nach oben, nach unten, beziehungsweise nach vorne, nach hinten. Aber wenn der jetzt zum Beispiel wie hier unten einfach mal so ganz oben, zum Beispiel ganz, die Box müsste ganz rausgedrückt sein, dann muss der quasi von 0 auf da in 0 Sekunden springen. Und es gibt meistens so ein Knacksen. Dadurch, dass er auf der einen Seite schon mal einen Nullpunkt findet, wird das Knacksen schon mal so ein bisschen reduziert. Und das ist dieses Snap to Zero. Es gibt vielleicht auch, wenn ich das jetzt aushabe, kann ich den einfach so rumschieben. Eventuell kann ich den auch rumschieben, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte. Nee, das geht nicht. Ich muss die Funktion komplett ausmachen, damit das geht. So. Wo war ich? Genau, mit dem Knacksen.
Und das versucht man halt dadurch dann einfach zu minimieren. Und oft wird Knacksen auch entweder durch sogenannte Fadings, Crossfadings versucht zu reduzieren oder eben dann auch über so eine ADSR, also die Anschlagszeit, dass man einfach sagt, okay, der Knacks ist quasi im ganz stillen Bereich, der kommt gar nicht zum Zuge. Und die Box kann dann langsam anfangen zu schwingen, weil ich langsam reinfade. So, das soll dieser kleine Exkurs einfach mal sein. Machen wir das hier wieder zu. Haben wir die gesamte Welle. Und ich kann jetzt hier einfach sagen, den Startpunkt dieser Welle, und dann sind wir schon bei dem nächsten Teil. Den Startpunkt mache ich hier zum nächsten Zero Crossing, also da, wo das Sample auch anfängt. Hier vorne drin habe ich einfach nur Stille. Und pack den hier an. Das heißt, weil ich nämlich, wenn ich das hier hatte und ich hatte eine Taste jetzt gedrückt, braucht er natürlich ein bisschen, bis das Sample überhaupt anfängt zu spielen. Und ich möchte ja, wenn ich die Taste drücke, dass er das Sample sofort spielt. Was er jetzt auch glücklicherweise tut. Das heißt, ich habe hier diese Markierer oder diese Marker, die ich hier mit der Maus fassen kann. Auch hier hinten nochmal eine, habe ich ja auch nochmal Stille. Interessiert keine Sau diese Stille. Und den schiebe ich jetzt einfach mal hier hin. Jetzt habe ich meinen Bereich des Samples markiert. So, hat er abgespielt, fertig. So, und jetzt habe ich hier unten auch nochmal die Repräsentation davon. Gelbe Marker, gelbe Zahlen. Könnt jetzt hier mit der Maus gedrückt halten, hoch und runter schieben. Dann kann ich den auch hier hin und her schieben. Also geht beides. Und was ich hier noch Schönes habe, ich habe hier einen R und unten in der Statuszeile steht Reverse. Das heißt, wenn ich das jetzt anklicke, wer hätte das gedacht, er spielt es rückwärts ab. So. Machen wir das wieder aus, weil wir wollen ja hören, dass er das sagt. So, ein bisschen weiter rechts haben wir die Loop-Option. Und da ist jetzt eingestellt, von links nach rechts abspielen. Jetzt habe ich noch die Option von links nach rechts immer wieder abspielen. Und der Bildschirm sieht jetzt nochmal ein ganzes Stück aus. Und hier die Endposition ist jetzt hier ausgegraut oder ausgegelbt. Gelbkraut. Irgendwas so in der Richtung. Ich habe nur noch die Startposition, aber das Sample an sich ist komplett markiert in diesem Grün. Und ich habe hier vorne nochmal eine umgedrehte Flagge. Wenn ich jetzt abspiele, passiert Folgendes. Spielt von hier ab. Wer ganz genau hingeguckt hat, der hat gesehen, ich drücke auf eine Taste, dann wird das Sample von hier abgespielt, läuft komplett durch und beim Wiederholen spielt er von ganz von vorne ab. Das heißt, ich kann die Loop-Region von meiner eigentlichen Startregion unabhängig versetzen. Und die Loop-Region kann ich hier nochmal definieren. Und zwar habe ich hier einmal den Startmarker hier. Den kann ich hier auch wieder rumschieben oder eben auch mit der Maus hier anfassen und rumschieben. Das heißt, wenn ich jetzt spiele, fängt er von hier vorne an, ne, wo der gelbe Marker ist. Aber beim Wiederholen geht er hier von dem Loop-Marker Start oder Loop-Startmarker los. Und damit wir jetzt nicht Ewigkeiten immer hören müssen, kann ich hier den Loop-Endmarker, das ist dieser hier, und dann sieht man gleich, diese Zahl hier bewegt sich, kann ich hier hinstellen. Wenn ich jetzt abspiele, sieht man wieder, ich mache das hier mal so ein bisschen kleiner, dann sieht man es ein bisschen deutlicher. Er fängt hier an, geht dann hier in den Loop und wiederholt sich hier. Lendl, so. Und jetzt habe ich hier noch mal eine Option, nämlich vorwärts und rückwärts abspielen, wenn ich das jetzt mache. Lempel, lempel, lempel. So, und jetzt habe ich hier noch einen weiteren Marker. Wenn ich da drüber gehe, sieht man hier auf der rechten Seite, hier bei diesem Katzenkopf, dass diese Zahl sich verfärbt. Und wenn ich den anfasse und dann quasi nach links schiebe, sieht man, wie der so wegfadet. Und genau das macht er nämlich. Der fadet diesen Loop ein bisschen weicher. Das heißt, habe ich das Original, das so heißt,
so, sich so anhört. Moment, ein bisschen lauter. Habe ich so einen Knacksen drin. Dann schiebe ich den jetzt nach links. Knacksen ist schon weg. Und die Übergänge wirken ein bisschen weicher. Kann natürlich auch den Bereich kleiner machen. In dem Bereich hier so verschieben. Vielleicht mache ich den so. Sowas in der Richtung. So. Und das kann ich jetzt mit diesen Play-Markern machen. Wenn ich den Loop-Modus ausgestellt habe, habe ich natürlich diese beiden Play-Marker. Wenn ich den Loop-Modus einstelle, habe ich nur noch den Start-Marker als Play-Marker und dann habe ich nur noch Loop-Marker. Das heißt, mein Sample wird immer vom Play-Marker gestartet, aber entsprechend, ob ich Loop anhab oder nicht, habe ich noch den Endmarker und wenn ich Loop anhab, habe ich halt die Loop-Marker, die ich halt mit Startloop und Endloop bewegen kann und dann eben noch so einen Fading mit einbeziehen kann. Und jetzt habe ich natürlich noch hier meine Offsets und die Offsets sind nichts anderes als die Play- und Position-Offsets. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und kann sagen, okay, mein Play-Offset, jetzt kommt da noch ein Marker rein, ist dieser hier. Das heißt, ich habe eigentlich hier meinen Startmarker, aber ich kann ein Offset, also einen relativen, relativ vom eigentlichen Startmarker eine Startgeschichte hinlegen, die sich dann auch mit verschiebt, wenn ich den Startmarker absolut bewege. Das heißt, es ist immer der relative Abstand vom eigentlichen Startmarker, kann ich den Playmarker noch verschieben. Das kann ich natürlich wunderbar benutzen. So spiele ich das ganz normal ab. Wenn ich zum Beispiel sowas wie Modulatoren verwende, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, ich nehme einen Random, also einen Zufallsgenerator und moduliere hier diesen Play Offset. Und jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke, fängt er irgendwo anders an zu spielen. Eigentlich. So, das kann ich damit machen. Machen wir den aber erstmal wieder weg. So. Und das gleiche kann ich dann, wenn ich im Loop-Modus bin, für den Loop machen. Das heißt, ich habe eigentlich hier meinen Loop definiert. Und der klingt dann so. Ich kann den Loop aber dann auch noch relativ verschieben. Das heißt, ich habe den eigentlich hier drin und könnte den jetzt auch wieder mit so einem Modulator einfach hier quer durch das Sample durchlaufen lassen. Das heißt, wenn ich was abspiele, spielt er komplett durch und ich kann diesen Loop-Marker hier entweder von Hand hin und her schieben oder ich kann ihn auch mit einem Modulator hin und her modulieren und die Länge kann ich hier ebenfalls noch modulieren oder von Hand verändern. Dann kann ich so kurz machen, dass ich fast schon wieder damit spielen kann. So, mal wieder auf volle Länge und alles wieder auf Start. So, und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, nämlich hier diesen Freeze
diese Freeze-Option. Und da steht es auch schon, dass man, wenn man diese Freeze-Option auswählt, man den Playhead, also den Abspieler oder sag mal Abspielzeiger, keine Ahnung, den Playhead manuell bewegen muss, damit man was hört. Wenn ich das jetzt nämlich anklicke, dann komme ich wieder auf meinen ganz normalen Play-Modus. Loop hat in der Situation überhaupt gar keinen Sinn, weil ich muss das ja alles manuell machen und das mache ich jetzt hier mit dem hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgehe, ich habe jetzt keine Taste gedrückt, beziehungsweise diesen Regler, wenn ich jetzt eine Taste drücke, höre ich nichts. Und ich muss jetzt erst diesen Regler bewegen, damit ich überhaupt was höre. So, nehme ich jetzt zum Beispiel mal so ein LFO und sage, du bewegst mir jetzt einfach mal meinen Repitch-Regler die ganze Zeit. Und dann soll der aber nicht auf bipolar, sondern auf polar, damit er die ganze Zeit sich bewegt. Ich drücke jetzt eine Taste. So, oder so. Oder ich nehme einfach eine andere Geschwindigkeit. Kann das natürlich dann auch wieder mit einem Random-Modulator mir den Playhead versetzen lassen. Und kann damit eben eine ganze Menge spielen. Ja, das ist diese Freeze-Option. Und hier könnte ich jetzt noch einstellen, ob ich mit Modulation hier arbeiten kann oder nicht. So, was jetzt vielleicht noch interessant ist, machen wir den Loop hier mal aus. So, ich habe jetzt hier bei dem Sampler ebenso wie bei allen anderen Instrumenten habe ich noch den Inspektor und kann eben auch dieses Voice Stacking hier machen. Standardmäßig hat der Sampler 12 Stimmen, das kann ich auch runter auf Mono stellen oder eben auf so viel Stimmen, wie ich haben möchte. Ich glaube 64, genau. Aber normalerweise braucht man da sehr selten mehr als 2-3 Stimmen. Oder vielleicht, wenn man Akkorde spielt, 4, 5, 6 Stimmen. Lassen wir es mal. Ich glaube, es war auch standardmäßig auf 6. Und ich kann jetzt hier auch hier dieses Voice Stacking machen. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal 2 Voices dazu. Und was hier jetzt passiert, ich habe jetzt quasi 2 Sampler, die gleichzeitig laufen, so ein Layering. Und jetzt kann ich im Prinzip sowas machen wie Unison. Das heißt, ich sage jetzt hier Voice Stack Spreading. Und wähle jetzt hier einfach mal den Pitch aus. Und er verteilt mir jetzt diesen Voice Spreading auf 2 Stimmen oder wenn ich will auf 5. In dem Fall jetzt vielleicht nicht wahnsinnig toll bei diesem Beispiel, aber wenn man zum Beispiel so ein Pad-Sample drin hat, dann kann man das so leicht gegeneinander verstimmen. Das ist jetzt nicht so heftig, wie ich das hier gerade gemacht habe. Und kann dann so ein bisschen Detune und Stereo-Effekt und sowas mit reinbringen. Und das Ganze gilt natürlich dann auch für die Amplitude hier. Und hier unten sieht man dann noch die Zone-Parameter. Das hat aber auch wieder was mit den Multisample-Instrumenten zu tun. So machen wir das hier wieder aus. Eine kleine Sache, beziehungsweise noch ein paar Anmerkungen hier zu dem Sampler, weil wir sind jetzt eigentlich so fast alles durchgegangen, aber ich habe jetzt zum Beispiel den Filter hier ausgelassen, AHDSR und den ganzen Rest da hinten, da gehe ich mal ganz kurz durch.
Wie gesagt, hier ist ein Filter drin, mit dem der ist auf Standard auf Durchzug gestellt. Und dann kann ich eben Low-Pass-Filter auch mit 24 dB, einen Band-Pass-Filter, einen Band-Pass-Filter mit 12 dB, einen High-Pass, High-Pass mit 12 dB und einen Notch-Filter. Also wo ich in den Frequenzen rumsweepen kann, wie ich will, oder Sachen rausfiltern kann, wie ich will, habe ich hier drin. Und ich habe hier ein Key-Tracking für den Filter drin. Das heißt, ich könnte jetzt hier das Key-Tracking ausstellen und dann wird mein Sample immer mit dem mit der gleichen Einstellung abgespielt. Könnte aber das Key-Tracking jetzt hier für, muss ich hier auf 100% stellen, für den Filter einstellen. Und wenn ich jetzt den Filter auf zum Beispiel das hier stehen habe, auf so einen Notch, dann wird er diese Resonanz vielleicht so. Dann nimmt er das Key-Tracking für den Notch-Filter. Das heißt, er verstärkt dann immer die Frequenz von der Note, die ich gerade drücke. Das heißt, ich kann über den Filter hier, über den Resonanz, ich glaube, ich habe Notch gesagt, über den Resonanzfilter, wenn ich das ordentlich einstellen kann. Müsste man vielleicht ein schöneres Sample nehmen. Also ich kann das hier eben noch aktivieren. Machen wir den Filter hier wieder aus. Dann habe ich hier rechts daneben noch ein AHDSR, also Attack, Hold, Decay, Sustain, Release, wo ich einfach die Hüllform oder die Hüllkurve des Samples, in welcher Lautstärke, wann und wie das abgespielt wird, mit einer langsamen Attack, mit einer kurzen Attack, dass es eine Weile das Lautstärke-Level gehalten wird mit Hold, dann die Zeit, wo die Lautstärke wieder abfällt, Decay auf das Sustain-Lautstärke-Level und dann, wenn ich die Taste loslasse, Gott, wie lange es braucht, bis das der Ton ausklingt. Und es gibt, das Ganze kann ich hier noch als Modulator verwenden für irgendwelche anderen Werte hier. Und hier, ich habe noch die Option, eine Shot-Variante auszuwählen. Und Shot bedeutet, ich gehe hier mal mit der Markierung weg, damit man es lesen kann, ein One-Shot. Das heißt, ich drücke einmal auf eine Taste und dann wird die Wellenform oder der Sound durchgespielt. Also ich halte die Taste jetzt nicht gedrückt, ich drücke nur ganz kurz drauf. So, und das ist für perkussive Instrumente, also Snare, Kickdrum, Hi-Hat und bei Open-Hi-Hat nicht unbedingt, aber bei Closed-Hi-Hat auf jeden Fall kann man im Einzelfall aussuchen. Im Endeffekt habe ich hier auch wieder ein Attack und ein, meistens wird das Decay genannt, das heißt ein Anstieg der Lautstärke und ein Abfallen der Lautstärke. Das kann ich hier nochmal regeln, das heißt, wenn ich zu hohe Transienten am Anfang habe, also zu laute Schläge zum Beispiel, kann ich hier so reinfaden und die Lautstärke so ein bisschen rausnehmen, oder ich kann voll auf die 12 das ganze Ding abfeuern. So, und dann habe ich hier auf der rechten Seite den, wie laut das Signal dann rauskommt. Hier habe ich nochmal eine Verstärkung drin. Auf der linken Seite hier, also rechte, habe ich hier nochmal die Velocity Sensitivity eingestellt. Die ist so mittig eigentlich ganz gut. Das ist immer so, wie stark ich auf die Taste drücken kann. Kommt halt ein lauter oder leiser Ton raus, je nachdem, wo ich das, auf welche Seite ich das packe. Wenn ich das mehr nach rechts aus, muss ich auf die Taste einhämmern. Wenn ich die hier rüber schiebe, ganz auf die 7 Uhr quasi, dann brauche ich die Taste nur berühren und es kommt wahrscheinlich in der Maximallautstärke, was das Instrument kann. Dann habe ich hier noch links, rechts, Stereofeld, Panning. Und hier habe ich noch FX und Note-Effekte. Und Note-Effekte ist ja das müsste logischerweise eigentlich hier vorne sein, also auf der linken Seite des Instrumentes, weil das immer quasi die MIDI-Informationen meines Keyboards nimmt. Und dann kann ich irgendwelchen Firlefanz damit machen, irgendwelche Pitch-Shifting oder Scaling oder was auch immer. Das kann ich dann hier
einführen, kannst du einen Diatonic Transposer reinhängen, der mir das dann Ganze immer, was ich da spiele, in Dur und Moll, also Major und Minor und sowas irgendwie umformt, bevor es dann hier in das Instrument kommt und abgespielt wird. Und bei FX, den Effekten, da packe ich dann so meine Reverbs und Delays und irgendwie sonst was rein, in diese Container rein. Das Ganze ist halt wahrscheinlich aus stylischen Gründen, nee, nicht stylische Gründe, wollte ich nicht sagen, aus praktischen Gründen da hinten hingepackt worden. Sonst hätte man vorne wahrscheinlich auch nochmal so ein zusätzliches Ding hinbauen müssen. Und als Container hier so an die hintere Oberecke ist das ganz gut. Also das heißt, Note ist alles das, was eigentlich vor links vor das Instrument gehört, womit man die eingehende Note manipulieren kann. Und Audio FX ist dann quasi der ganze Hall und das ganze Gedöns, was man im Prinzip auch hier hinten dran in diese Kette reinpacken kann. Nur wenn man das hier alles ins Instrument reintut, kann man das natürlich auch als Preset nachher komplett speichern, dann wieder laden und hat dann quasi alles so, wie man das damals eingestellt hat, wieder sofort parat. So. Ich glaube, das war jetzt auch wirklich alles, was ich zu dem Sampler und dem Repitch-Mode erstmal erzählen wollte. Das ist jetzt, die erste Folge ist jetzt relativ lang geworden, aber wir haben auch so ziemlich hier alles besprochen, was in dem Sampler erstmal wichtig ist als globale Einstellung und eben auch für den Repitch-Mode. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch was gebracht. Ihr habt ein paar Informationen mitnehmen können, habt was gelernt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, entweder unter dem Video, am allerliebsten in meinem Blog. Und einfach schreibt vielleicht eure Erfahrungen, Dinge, die ihr vielleicht noch wisst, die ich hier überhaupt gar nicht angesprochen habe. Und ja, dass vielleicht andere das auch nochmal lesen und mitbekommen können. Das war's dann auch schon wieder und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.